1. Februar 2024, es ist 20.23 Uhr. Scheiße, es müsste eigentlich 20.24 Uhr sein, ne? Stimmt. Oh, sollen wir nochmal ausmachen und warten und nochmal neu starten? Nee, ich sage einfach, wenn es 24, wenn es 20:24 Uhr ist. Dann drücke ich aber so lange auf Pause. Ja. Ja, es ist 20:24 Uhr. 1. Februar 2024, 20.24 Uhr. Herzlich willkommen zum Radio Rebell Podcast. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. War gar nicht so einfach, ne? Stimmt. Warum, wieso, weshalb, das wollen wir ja gleich noch erzählen. Heute soll es gehen ums Zerren. Ja. Denn dort warst du die letzten 2 Wochen. Wir haben erst überlegt, ist das eher eine Themenfolge oder ist das eher ein Wochenrückblick? Wir versuchen ja, was heißt, manchmal fragen wir uns ja selber eigentlich, was machen wir da eigentlich? Aber umgekehrt für diejenigen, die sich fragen, genau, was machen die da eigentlich? Welche Podcast-Formate haben wir, Jason? Magst du das mal ganz kurz auf die Schnelle umreißen? Wir haben dieses Format hier, den Wochenrückblick. Dann haben wir die Themenfolgen. Wir haben die Familien-Podcast-Folgen und wir haben die Interview-Folgen. Genau. Und vielleicht nochmal so in 2 Sätzen, was ist der Unterschied zwischen diesen 4 Formaten in Anführungszeichen, die aber alle hintereinander weg bei uns kommen, weil es würde bei unseren wenigen Podcasten ja auch wenig Sinn machen, das nochmal zu trennen. Die Unterschiede. Ja, dass du, die haben ja auch nochmal Also jeder hat natürlich jeder so spezielle Regeln, die kann man spezielle alle im Blog Regeln. nachgucken. Jedes Ja. hat ein einzelnes Regelwerk. Ich würde sagen, im Wochenrückblick, das ist eigentlich der unstrukturierteste, weil da kann letztlich jeder von uns Themen einbringen aus allen möglichen Bereichen, die mit uns zu tun haben, die mit Dingen zu tun haben, die uns interessieren, die mit dem Weltgeschehen zu tun haben, mit unseren Plänen zu tun haben oder mit unseren Reisen oder und Erlebnissen. Und wir reden in einer recht willkürlichen Reihenfolge darüber. Genau, wie so eine Art, war eigentlich ursprünglich mal gedacht, so bei all den verrückten Sachen, die wir erleben, so als eine Art Wochenupdate und dann passieren aber irgendwie immer so viel verrückte Dinge, dass wir das gar nicht so richtig als Wochenupdate machen Ja, können, und ne? die Themenfolgen ist das, womit wir angefangen haben, also die Lostrommel, aus der wir Themen ziehen Ja. und über die wir dann sprechen, Die im etwas Film tatsächlich strukturierter. vorkommt, allerdings in einem anderen Kontext, weil da werden Ja, nämlich die Vereine gezogen, ne? genau. In der Realität gibt es die Box, aber eigentlich Eigentlich sind da ziehen wir die Podcast-Themen, Themen. ne? Ja. Und die Familienfolgen sind alle Folgen, wo zum Beispiel Mami oder Lani dabei sind, etwa die Jahresrückblicke. Und die Interviewfolgen sind Folgen mit externen GästInnen. Genau, wo eine Menge geplant ist in Zukunft, Ja. wo du dir schon eine Menge Partner und Partnerinnen für wirklich wahrscheinlich sehr, sehr spannende Gespräche rausgesucht hast. Dazu aber ein andermal mehr, weil davon haben wir schon seit 3 Jahren gesprochen und es ist nie was vorwärts gegangen. Deswegen bleiben wir mal lieber erstmal noch jetzt im direkten Hier und Jetzt. Genau, das sind die 4 Formate und eigentlich müsste man heute sagen, haben wir ein bisschen eine Mischung aus Themenfolge und Wochenrückblick. Ja, wir stufen gleich Wochenrückblick ein. Genau, deswegen haben wir auch am Anfang das Datum genannt, weil wir beim Wochenrückblick ja sonst auch über Dinge sprechen, die vielleicht so ein bisschen, ja, die jetzt nicht mehr so spannend sind, wenn man sie in 5 Jahren hört oder weniger spannend sind, wenn man sie in 5 Jahren Heute hört. sprechen wir über etwas, was wahrscheinlich spannender sein wird Genau, in deswegen fünf würde es Jahren. eigentlich eher zu den Themenfolgen passen, die ich immer so als sehr zeitlos erachte. Also wenn du über deinen Blick auf Autismus zum Beispiel sprichst in der Das ist Autismusfolge, dann tust du zeitlos. das als 10-Jähriger insgesamt. Und dann kann das trotzdem vielen, vielen Menschen noch helfen. Das Das meinte ich stimmt. damit. Weißt du? Während, wenn irgendjemand hört oder liest, was wir 2016 im Juli gemacht haben, wie wir unsere nackten Hintern aus irgendwelchen Hotelfensterscheiben gelangt haben, dann mag das vielleicht amüsant sein, aber es hat jetzt nicht so diesen Mehrwert. Das Das meinte ich damit. stimmt. Ne? Das hat es aber damals auch nicht. Ja, stimmt. Da ist die Aktualität nicht entscheidend Ja. unbedingt. Ja, sondern ja, lassen wir das so stehen. Jedenfalls, ich habe für diese CERN-Folge im Newsletter ja schon versprochen, dass das die legendärste Folge wird seit unserer vierteiligen Folge über Planeten. Oh ja, die ist auch sehr zu empfehlen. Ja. Also was wir auf jeden Fall mal machen werden, das haben wir ja bei der Was ist Sterne-Folge, haben wir das ja schon gemacht, dass wir die A einmal nochmal digital ein wenig überarbeitet haben und die parallel dann auch auf YouTube veröffentlicht haben. Das ist übrigens neben Spotify jetzt ein Kanal, wo wir jede neue Folge auch automatisiert rausspielen. Also wer dann irgendwie im Wohnzimmer beim Staubsaugen oder sonst was, kann gegebenenfalls den Podcast auch zukünftig über YouTube parallel im Wohnzimmer über den Fernseher laufen lassen oder so. Und vielleicht, da sind wir jetzt so in Vorbereitung, gelingt es uns ja irgendwann, das Ganze auch als Videopodcast zu machen, ne? Das wäre Ja, so deine genau. Wunschvorstellung eigentlich, ja. Ja, heutige Folge geht es um CERN, ist trotzdem Wochenrückblick. Wir können ja zuerst mal auf meine letzten Wochen zurückblicken. Blicken wir auf meine letzten Wochen zurück. Ich habe viel gearbeitet. Gut, jetzt kommen wir zu deinen Wochen, wo du warst. Erzähl doch mal,
Wie konnte es passieren, dass du am CERN gelandet bist? Fangen wir vielleicht so einfach mal an. Das habe ich tatsächlich zum Großteil meinem Tutor zu verdanken. Ich bin ja in meiner Schule im Physik-LK und mein Tutor war dort zu einer Art Fortbildung, Veranstaltung und ich war natürlich sehr begeistert und wir haben auch viel darüber gesprochen und geschrieben, weil es ist natürlich so eine Art Traum, so mal ans CERN zu kommen. Und das hat er mich dann tatsächlich auch gefragt und ob ich schon mal über den Gedanken irgendwie darüber nachgedacht hätte, vielleicht ein Praktikum am CERN zu machen. Und ich habe schon sehr, sehr oft darüber nachgedacht und sehr lange. Aber es ist natürlich nicht so einfach und dort überhaupt erstmal einen Platz zu bekommen. Und das ist in der Regel sehr aufwendig und würde viel Zeit kosten, vermutlich. Und die Zeit hatte ich halt irgendwie nie. Deswegen habe ich das, bin ich das nie konkreter angegangen. Aber mein Tutor hat sich eben bereit erklärt, mir praktisch mir dabei zu helfen. Und ja, ich habe mich natürlich trotzdem, ich habe eine Bewerbung eingereicht und habe Motivationsschreiben und Lebenslauf und alles drum und dran. Aber er hat mir eben den Kontakt verschafft. Und das hat dann auch alles relativ gut funktioniert und ich hatte dann schnell einen, oder schnell wurde dann für mich dort ein Betreuer gefunden für die 2 Wochen. Und es ging überraschend einfach dafür, dass das CERN ist tatsächlich. Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht, also einerseits, du hast natürlich schon auch immer, oder ganz andere Frage, was glaubst du, warum dein Tutor dir diesen Platz vermittelt hat oder dich unterstützt hat dabei? Kannst du das irgendwie versuchen, so aus deinem Blickwinkel, was du so denkst, warum er das wohl gemacht hat? Ich kann nur überlegen, was, wenn ich an seiner Stelle wäre, wieso ich sowas etwas gemacht hätte. Und ich denke, bei mir wäre es so ein bisschen Verantwortungsgefühl für meine Disziplin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so als Lehrer oder überhaupt in meiner Stelle dafür verantwortlich zu sein, so die Zukunft der Physik zu verbessern und dafür zu sorgen, dass sie so gut wird, wie das nur geht. Und dass er vielleicht an mich glaubt, was das angeht und meint, dass es für mich persönlich, aber vielleicht tatsächlich auch eben für die Zukunft unserer Wissenschaft vorteilhaft wäre, wenn ich diese Möglichkeit bekomme. Okay, also dass es quasi irgendwo auch so ein bisschen er sich in seinem ja, in Verantwortungsbewusstsein Leute mit, wo er meint oder wo er glaubt oder auch weiß, da ist ein gewisses Potenzial auch möglichst gut in die Wissenschaft einzuführen an den richtigen Stellen. Kann man das so umreißen? Oder glaubst du, ist es eher so auch so der persönliche, die persönliche Verbindung von dir auch umgekehrt zu wissen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, dass auch du ein bisschen mehr gefordert wirst, weil ich meine, schulisch, wenn ich das richtig verstanden habe, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, du warst jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr viele Wochen ja nicht in der Schule, Ja. durch Kinofilm, Promotour etc. Und das war immer nur möglich, weil deine Noten im Großen und Ganzen einigermaßen stabil sind. Also meine waren auch einigermaßen stabil, aber deine sind halt einigermaßen stabil auf etwas höherem Niveau. Wie kann man denn einem Außenstehenden deinen aktuellen Notendurchschnitt recht anschaulich beschreiben? Also es Mit ist Fehlzeiten von wie viel Wochen, weißt du das? Jetzt gab ja jetzt Zeugnisse, stand da irgendwie zufällig drin oder irgendwas? Wie viele Wie viele Tage es waren? Stunden werden angegeben? Das ist immer ein paar hundert. Also es ist tatsächlich eigentlich so, dass ich in manchen Fächern bezogen eine Anwesenheitsquote von unter 50% hatte. Aber immer alles abgeklärt, beurlaubt Und und alle Tests und so weiter, glaube ich, aber dann genau, mitgeschrieben. die Klausuren. Es gibt eine Klausur, die ich nicht mitschreiben musste. Ansonsten habe ich alle Klausuren mitgeschrieben und es hat sich keinen Einfluss. Also das Halbjahr ist das bis jetzt das notentechnisch beste Halbjahr meiner Schulkarriere. Und aktuell geht es mir so ein bisschen darum, dass ich mir praktisch, also meine Abi-Note ist mir nicht so wichtig, weil sie pragmatisch nicht so wichtig ist und weil es zum Beispiel für den Physikstudiengang ja keine Beschränkungen gibt, keine Mindestnote sozusagen. Aber aktuell geht es mir praktisch so ein bisschen darum, eine Art Puffer aufzubauen. Dafür, dass ich mir in den Abiturprüfungen möglichst viel leisten kann und trotzdem noch 1,0 kriegen könnte als Endnote. Und
das rechne ich praktisch so regelmäßig durch und aktuell sieht es da ziemlich gut aus. Was heißt das aktuell ganz konkret runtergebrochen berechnet? Also mein Notendurchschnitt für dieses Halbjahr ist bis jetzt 14,3. Mhm. Und die davor hatte ich irgendwie um die 14,0. Und das heißt, ich könnte in den Abiturprüfungen, ja 5 Abiturprüfungen, könnte ich mir zum Beispiel zweimal nur in Anführungszeichen 10 Punkte leisten, also eine 2-, und wäre aber immer noch bei 1,0. Das heißt, das ist so eine Art Puffer, den ich mir halt aufgebaut habe, dass ich erstens vielleicht einfach vereinfacht, falls zeitlich sehr eng ist, nicht so viel lernen muss. Und falls irgendwie, man hat einen, kriegt einen Vorschlag und das sind 2 Themen, das sind einfach zielsicher die 2 Themen, die man ausgelassen hat strategisch, dann hat man halt so ein Problem. Und dann wäre es ganz cool, wenn das nicht zu große Auswirkungen hat. Gut, so weit vorgedrungen bin ich ja in meiner schulischen Laufbahn nicht, dass ich irgendwann mal in diese Situation kam, dass ich das berechnen musste und mir da den Überblick verschafft habe. Aber ich musste gerade dran denken an meine letzte Mathearbeit, wo ich auch in einer ähnlich entspannten, also du kannst ja dann in die eine oder andere Klausur konntest du recht entspannt reingehen, gerüstet mit deinem Wissen, das hatte ich nie, aber du bist da konntest du trotzdem befreit reingehen, weil du sagst, naja, du kannst hier schon auch einen Ausreißer erlauben insgesamt, weil es sieht stabil aus. Bei mir war das in meiner letzten, ich habe ja nicht studiert, ich bin ja dann nach der Realschule abgegangen quasi, und meine letzte Mathearbeit, ne? Das weiß ich noch, die hatte ich bei einem, ich war in Mathe immer richtig gut, bis zur 8., 9. Klasse stand ich immer zwischen 1 und 2 und dann kam es zu einem, bekam ich einen neuen Lehrer und wir kamen irgendwie so gar nicht klar und es war, wenn der im Raum war, war bei mir völliger Blackout und es ging gar nichts mehr und dazu waren dann auch viele in Mathe viele Thematiken für mich einfach, die mich auch so gar nicht interessiert haben. Wenn mich was nicht interessiert hat, dann habe ich mir das auch überhaupt nicht angehört, weil es mir wirklich scheißegal war. Ja. Also so ein bisschen wie bei dir mit dem Unterschied, dich interessiert halt alles. Weißt du? Aber wenn dich was nicht interessiert, dann ist es dir ja auch so richtig scheißegal. Da sind wir gleich, dass irgendwie haben wir da nur irgendwie was verquert gelaufen ist, dass dich halt viel Wissenssachen wirklich interessieren und mich halt in der Schule viele Dinge dieser Art nicht so interessiert haben. Und der ist bei der letzten Mathearbeit, hat er dann so die Bögen verteilt und als er so zu mir gekommen ist, hat er gesagt, wie sieht's aus von Jutschenka, willst du mitschreiben oder willst du lieber draußen ein Stündchen spazieren gehen oder so, eine 6 wird's doch so oder so. So diese motivierende Worte hat er mir mit in die Arbeit gegeben. Und das war eine der wenigen, für die ich gelernt habe, ne? Und? Eine 6. Ja, okay. Eine glatte 6 geschrieben, weißt du? Gelernt. Alles ausgefüllt. Alles ausgefüllt, kein Blatt vergessen, nix. Fette 6, ja. Unfassbar. Also wirklich bin ich bis heute sehr, sehr stolz drauf. Ist eine meiner blicke ich gerne zurück auf diese schulische Glanzleistung. Aber jetzt sind wir, jetzt habe ich dich so ein bisschen abgelenkt oder bei uns ist halt so, wir haben so das Arrangement, dass wenn ich eine Klausur vor mir liegen habe und es ist eine Aufgabe und ich weiß, dass das, was praktisch das Abi jetzt verlangt, falsch ist in Physik, also dass ich praktisch weiß, eine Aufgabe verlangt eine Antwort, die physikalisch aber nicht korrekt ist und das kommt vor, dass ich dann sozusagen einmal schreibe für die Bewertung Doppelpunkt und das, was sie hören wollen. Und dann bitte nicht bewerten, Doppelpunkt, und dann die richtige Antwort. Okay. Weil das tatsächlich schon, also das hat tatsächlich die Klausuren, die praktisch nicht so gut gelaufen sind, waren Klausuren, in denen ich auf Fragen dann Dinge geantwortet habe, die zwar auch korrekt sind, aber für die es keine Punkte gibt. Okay, verstehe. Und das ist meistens dann ergänzendes Wissen zu Dingen, die man, also das ist so wie früher in der, so ganz in der Grundschule, wie man gefragt wurde, was ist 5 Eier minus 3 Eier minus 5 Eier, und wo die Kinder dann sagen, ja, man kann ja nicht minus 2 Eier haben, wo man dann diesen behüteten Raum lässt. So ist das in etwa bei dir, dass du quasi ergänzendes Wissen diese Aufgabe gepackt hast? Oder? Manchmal ist es so, manchmal ist es aber auch einfach so, dass das Abitur dort wirklich faktisch völlig falsche Sachen verlangt. Nein. Ja, also falsch ist ja immer so eine Definitionsfrage in der Physik, aber es gibt einfach Dinge, die sind so vereinfacht, dass sie nicht mehr richtig sind. Compton-Effekt zum Beispiel ist so eine Sache, das ist ein Effekt in der Quantenphysik, der im Abitur relativ oft abgefragt wird und der wird in den Physikbüchern als einen Stoß dargestellt, als ein Stoß von einem Elektron und einem Photon und dabei ändern sich die Bewegungsrichtungen. Es ist aber kein Stoß, sondern da wird ein trifft ein Photon an ein Elektron und ein neues Photon wird emittiert. Also ein völlig anderes,
ein völlig anderer Prozess, der völlig anders funktioniert. Und so wie er in den Physikbüchern geschildert ist, verstößt er gegen diverse Gesetze, die in den Physikbüchern stehen. Also das ist halt, da komme ich dann nicht, also da kann ich nicht mit leben, das dann einfach auf die Klausur zu schreiben und abzugeben, weil so funktioniert das eben nicht. Ja. Oder Pauli-Prinzip ist ja beispielsweise etwas, was im Film vorkommt. Ja. Wir waren immer mit dem Physik-LK im Film. Ja. Danach haben wir gesagt, okay, ich übernehme praktisch, wir machen zum Pauli-Prinzip zwei Einheiten. Einmal das, was alle im Abitur hinschreiben sollen und dann darf ich nochmal das Pauli-Prinzip erklären, so wie es wirklich funktioniert. Ja. Und auch da ist es so, dass wirklich das, was im Abitur vorkommt, ja, stark vereinfacht bis falsch ist. Aber ich kenne das, in vielen Lehrbüchern sind von vielen großen Menschen Dinge geschrieben worden, wo sich vielleicht im Anschluss dann aber auch einfach viel, viel später erst herausstellt, das war falsch. Ja, das... Zum Beispiel in unserem neuen Buch Chaos auf Augenhöhe würde ich Sie alle bitten, auf Seite 12 oben zu streichen, also da kommt oben ein Satz und der heißt dann schauen und zu der Jason steht. Das ist natürlich falsch. Nach schauen kommt ein Punkt und dann geht es mit der Jason steht kontinuierlich unter Strom und entwickelt gepaart mit seinem Ehrgeiz irre Resultate, aber er entspannt nicht. Jason ist rastlos, vermutlich sogar der rastloseste Mensch, den ich kenne. Und was antwortest du dann? Natürlich. Natürlich bin ich rastlos. Wisst ihr, was wir als Gesellschaft noch alles zu tun, bewegen und so weiter und so weiter. Ja? Also auf der Seite ist ein Fehler im Buch. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich eins der fehlerhaften Erstausgabe gesichert. Das ist in 100 Jahren wird das der Burner. Wenn das Buch einmal erstmal über 1 Million Mal gedruckt wurde und es gibt nur 2000 Stück mit diesem Fehler drin, dann... Dann auf jeden Fall Burner. Ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich dich, aber habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Ich war fertig. Du warst fertig sowieso, ne? Dann passt es ja insgesamt. Dann lass es uns doch mal so aufsetzen. Also wir könnten natürlich jetzt eine intensive Folge über das, was genau im CERN passiert. Ja. Also da könnten wir uns natürlich einfach jetzt irgendwie so auf Augenhöhe, weil unser Buch heißt ja auf Augenhöhe, weil wir häufig auch auf Augenhöhe diskutieren. Und das könnte man bei diesem Thema natürlich schön zeigen, wie schnell wir in der Lage sind, in unterschiedlichste Themen gemeinsam sehr tief einzusteigen. Das ist beim CERN, ist es mir aber ein bisschen unangenehm, dich dann so zu demütigen innerhalb des Podcasts, weißt du? Also ich meine, du bist mein Sohn, ich muss Rücksicht auf dich nehmen und du bist ja auch schon auch ein bisschen sensibel manchmal. Und deswegen habe ich gesagt, ich lasse dir schon so ein bisschen die CERN-Bühne, ohne dass ich jetzt groß mit sehr detailreich mit physikalischem Wissen glänze. Ich kann ja ein paar Sachen einbauen, du korrigierst mich. Das ist ja kein Geheimnis, mein Physiklehrer, ne, der hätte damals bei der letzten Arbeit eigentlich dasselbe sagen können. Das kommt ja immer noch so dazu. Dann lass uns doch vielleicht einfach so anfangen. Was ist denn das CERN überhaupt? Das CERN ist das Europäische Zentrum für Kernforschung. Und da geht es schon los, das, was dort gemacht wird, hat sehr wenig mit Kernforschung zu tun. Es heißt Europäisches Zentrum für Kernforschung, weil es gegründet wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, um praktisch die physikalische Spitzenforschung wieder zurück nach Europa zu holen, die ja eigentlich in die USA und in die Sowjetunion mehr oder weniger abgewandert ist. Und das CERN sollte Europa dort wieder an die Spitze bringen und sollte eben dafür sorgen, dass viele, viele europäische Länder gemeinsam kooperieren, um physikalische Großprojekte umzusetzen. Und damals war Kernphysik so das heiße Thema der Physik. Heute sind zum Atomkern die meisten Dinge geklärt und es geht um ganz, ganz andere, viel exotischere Dinge, die dort erforscht werden heute. Aber der Name ist noch das gleiche, ist immer noch der gleiche wie damals, Kernforschung. Das ist ja im weitesten Sinne dann irgendwie, wenn wir über Teilchenphysik dann auch sprechen, dann später, immer so ein Thema, welches schwer greifbar ist, wenn man nicht sich sehr tief damit beschäftigt. Ja. Kannst du denn vielleicht die wirklich nur die absoluten Grundlagen der Teilchenphysik, ich meine, ich weiß, da muss man für mehrere Jahre studieren und, irgendwie so in sehr, sehr einfachen Worten erklären für jemanden, der sich damit so jetzt noch gar nicht beschäftigt hat oder vielleicht jemand, der auch so jung ist und uns zuhört und einfach noch gar nicht Physikunterricht hatte? Also wir wissen ja, dass die Welt aus Atomen besteht. Und diese Atome bestehen aber aus noch kleineren Teilchen. Und diese Teilchen bestehen aus noch kleineren Teilchen. Und das sind die Elementarteilchen. Elementarteilchen, das sind Teilchen, die sich nicht weiter spalten lassen. Die also fundamentale Bausteine der Welt sind.
und mit denen beschäftigt sich die Teilchenphysik. Und die Grundlagen der Teilchenphysik, wie wir sie heute kennen, werden durch das sogenannte Standardmodell beschrieben. Das Standardmodell, übrigens, es existiert auf Instagram ein Foto, wo ich neben einem Stein stehe und in den Stein ist der Lagrangien des Standardmodells eingeritzt. Und da kann man schon sehen, so richtig einfach ist das Standardmodell nicht. Aber ganz, ganz grob vereinfacht sagt das Standardmodell letztlich aus, dass es zwei Arten von Bausteinen gibt, aus denen die Welt besteht. Einmal die Bosonen und einmal die Fermionen. Und die Fermionen, ist ganz, ganz, ganz vereinfacht, Fermionen sind das, was man anfassen kann. Materieteilchen. Also was wie Protonen, Neutronen, das, woraus die Atome zusammengesetzt sind. Alles, was man anfassen kann, sind Fermionen. Und Bosonen sind Kraftteilchen, die vermitteln die Kräfte zwischen denen. Also beispielsweise der Elektromagnetismus oder die Kernkräfte. Die werden vermittelt von Bosonen. Auch sogenannt, nennt die auch, das sind die sogenannten Eichbosonen oder Austauschbosonen, weil die praktisch, das muss man sich wirklich so vorstellen, keine Ahnung, zwei Materieteilchen, die halten zusammen, weil sie ständig bestimmte Eichbosonen zwischen sich hin und her schicken und die verkleben die sozusagen. Na klar. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn das Universum eine Art Bastelsatz ist, dann sind die Fermionen sind das Holz und die Bosonen sind praktisch der Kleber. Und das Ganze ist so ein bisschen wie meine Bastelarbeiten immer waren. Es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Kleber als Bausteine. Also die Bosonen sind praktisch die dominanten. Musstest du auch so ein Streichholzhaus bauen? Zum Beispiel sowas, ja. Meine Güte, war das ein Gefummel. So, das ist praktisch die vereinfachte Version, wie man sich das Standardmodell vorstellen kann. Nun, wenn man es wirklich genau machen will, existieren diese Teilchen in Wahrheit gar nicht, sondern sind Schwingungszustände von Feldern. Und von der Masse dessen, was wir anfassen können, entfällt auch nur ungefähr 1% tatsächlich auf die Materieteilchen. Der Rest steckt laut Einsteins E gleich mal C Quadrat in den Kräften, die zwischen ihnen wirken. Und da wiederum spielt das Higgs-Feld eine Rolle, welches denen überhaupt erst die Masse verleiht. Und ob die Schwerkraft als sehr, sehr wichtige Kraft auch durch solche Eichbosonen vermittelt wird oder nicht, das weiß niemand. Also es ist eigentlich deutlich komplizierter. Aber so kann man das Standardmodell vielleicht zusammenfassen. Aber das Wichtige ist, dass dieses Standardmodell offensichtlich unvollständig ist. Weil das ist so ein bisschen eine paradoxe Geschichte. Zum einen ist dieses Standardmodell wahrscheinlich eine der erfolgreichsten Theorien, die die Menschheit jemals aufgestellt hat, weil sie extrem genau bestätigt wird durch sehr, sehr viele Messungen und weil sie sogar Teilchen vorhergesagt hat, die man noch nicht kannte, die man dann später gefunden hat. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für eine Theorie. Also auf der einen Seite müsste man eigentlich stolz sein darauf, dass wir ein so detailliertes Verständnis haben von Elementarteilchen. Auf der anderen Seite ist letztlich das gesamte, also eines der absolut wichtigsten Ziele des CERN eigentlich, das Standardmodell zu widerlegen, weil es eben entscheidende Dinge gibt, die das Standardmodell nicht berücksichtigt. Zum Beispiel, wie funktioniert Gravitation? Alle anderen Kräfte werden durch diese Teilchen vermittelt. Bei Gravitation sagt uns Einstein aber, das sind keine Teilchen, sondern das ist eine geometrische Eigenschaft des Raumes. Wie passt das zusammen? Das wissen wir bis heute nicht. Oder wie funktionieren schwarze Löcher? Was passiert im Moment des Urknalls? Das sind alles Dinge, da versagt das Standardmodell. Und deswegen ist das, was man am CERN letztlich versucht, eine Physik jenseits des Standardmodells zu finden. Also man prüft praktisch die Vorhersagen des Standardmodells und versucht oder hofft irgendwo Abweichungen zu finden, dass sich bestimmte Teilchen anders verhalten, als es das Standardmodell vorhersagt. Und das ist so das, worauf man hofft. Das ist das, was alle sehr, sehr angespannt machen würde. Ich schäme mich immer so ein bisschen, immer wenn du von Teilchen sprichst, kriege ich sofort Hunger und denke halt irgendwie so an so leckere Kuchen und Himbeerteilchen oder ein schönes ja, aber vielen Dank für diese gute Antwort auf meine Frage. Könntest du die Grundlagen der Teilchenphysik schnell und kurz in einfachen Worten erklären? Noch einfacher geht es wirklich nicht. Nein, das sehe ich ja genauso, aber ich befürchte wieder, dass es den einen oder anderen Zuhörer geben wird, dem es so ähnlich ging wie mir und der bei Teilchen auch sehr schnell irgendwie kulinarische Genüssen. Das Problem ist halt immer so ein bisschen, wenn man sowas erklären muss, es ist immer so eine Zwickmühle. Auf der einen Seite will man ja nicht, dass sich Menschen abgeschreckt und irgendwie, keine Ahnung, wie sagt man das, eingeschüchtert fühlen und sich praktisch dumm fühlen, wenn sie etwas hören. Das ist ja nicht das Ziel von wissenschaftlicher Aufklärung, im Gegenteil. Es soll Menschen ja eigentlich dazu ermutigen und dazu motivieren, dass sie ihre Gehirne nutzen, um die Welt selbst zu verstehen. Auf der anderen Seite halte ich es aber auch für sehr gefährlich, Menschen praktisch
das Gefühl zu geben, etwas zu verstehen, was sie absolut definitiv nicht verstehen. Also sozusagen dafür zu sorgen, dass sie die Ehrfurcht davor verlieren, was für ein komplexes und über Jahrhunderte aufgebautes Gedankengebäude das ist, und dann denken, dass sie das mal so eben in... Ich habe da gestern einen Artikel zugelesen, ja, und jetzt bin ich Teilchenphysiker. Ja, das ist halt so, das Ding. Ja. Aber und das haben wir doch überall, Jay-Z. Ja, aber gerade das ist... Oder findest du einfach bei der Physik, dass es da unverschämter ist als jetzt bei den 80 Millionen Bundestrainern der deutschen Nationalmannschaft oder ähnlichem? Schon, ich würde sagen, also... Gut, ist nochmal eine andere... Ja, ja, ist nochmal eine tiefere Wissensstand notwendig. Ist ein Jahr, also ich meine, von den letzten 10, 20 Generationen, also über tausende Jahre, haben die intelligentesten Köpfe jeder Zeit praktisch an diesem Gebäude gebaut, an diesem Gedankengebäude. Und heute ist es so groß, dass kein einzelner Mensch in einer Lebenszeit in der Lage ist, alles davon zu verstehen. Niemand. Hm. Und ich denke, es ist halt einfach wichtig, dass man davor eine gewisse Ehrfurcht hat. Und die soll auf keinen Fall irgendwie hemmen und dafür sorgen, dass man sich nicht traut, selber zu denken und sich nicht zutraut, das vielleicht eines Tages zu erweitern. Das auf keinen Fall. Aber ich finde trotzdem, dass ein gewisser Respekt davor irgendwie wichtig ist, um eben nicht dahin zu folgen, dass plötzlich Menschen, das frage ich mich halt wirklich, wie das sein kann, wenn Menschen, ich meine, es ist ja völlig in Ordnung, zum Beispiel zu fragen bei einem bestimmten physikalischen Thema, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso ist das so? Aber wenn man dann praktisch denkt, okay, ich habe das, den Punkt irgendwie, da stimmt doch irgendwas nicht, da habe ich jetzt bestimmt irgendwas entdeckt, was noch niemand vorher gedacht hat. Und dann sagt man irgendwie, keine Ahnung, zum Thema Klimaphysik, Moment mal, aber wie kann das denn sein? Das haben aber alle Wissenschaftler der letzten 200 Jahre, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, einfach übersehen, oder was? Da sieht man einfach, wie sehr sich Menschen überschätzen und wie sehr sie die Wissenschaft unterschätzen, dass man sich mit in der Wissenschaft ja, gut, da mit kommt jeglicher aber natürlich, Kleinigkeit beschäftigt. Ja, schon. Aber du musst da natürlich schon auch in die Ebene denken, dass unabhängig von den Naturgesetzen, die halt Naturgesetze sind, weil sie naturgemäß so bleiben werden insgesamt, ist ja schon auch immer wieder in der Wissenschaft dann so, ja, und jetzt hier wurde durch neue DNA-Analyse wissenschaftliche Möglichkeiten wurde jetzt der und der Mord nach 40 Jahren aufgelegt. Das heißt, es wird ja immer auch so getan, als würde auch in der Wissenschaft die Weiterentwicklung von Technik dazu führen, dass wir plötzlich die Welt mit völlig, hier Webb-Teleskop oder irgendwie so. Klar. Ich meine, das ist ja auch auf manchen Ebenen richtig, aber ich finde es jetzt erstmal nicht verwerflich, dass das so passiert, wie du es gerade geschildert hast. Aber dieser Fortschritt führt ja nie dazu, dass die Ergebnisse, die vorher da waren, plötzlich nicht mehr gelten, sondern im Gegenteil. Fortschritt funktioniert ja immer nur, also eine neue Theorie kann ja nur dann funktionieren, wenn sie das erklärt, was wir in der Vergangenheit schon beobachtet haben. Genauso funktioniert ja Wissenschaft. Wir können zum Beispiel, wir messen am CERN irgendwelche Zerfallsraten und dann haben wir Theorien, die stimmen nicht mit den Zerfallsraten überein. Dann können wir diese Theorien dadurch ausschließen. Es wird ja nicht passieren, dass wir plötzlich eine andere Theorie bekommen, wir beweisen die und dann sagt die aber andere Zerfallsraten voraus und plötzlich stimmen die Messungen von vor 40 Jahren nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal nachmessen, sind die Zerfallsraten plötzlich anders. So funktioniert es ja nicht, sondern das, was wir messen, das ist ja Fakt, das bleibt. Und das wird auch immer so bleiben, egal was wir noch in Zukunft dazu praktisch wissen und egal, wie wir das in Zukunft erklären weil können. Weil ihr euch im Bereich der Naturgesetze ja richtig, irgendwo auch, der unveränderlichen Naturgesetze. Das ist ja das Schöne an den Naturgesetzen, die sind ewig und unveränderlich. Und ist aber jetzt schreibe ich, guck mal kurz hier in den Facebook-Kommentaren, jetzt schreibt Horst Hubert, der auch fragt, warum du überhaupt die ganze Zeit so eine scheiß Maske trägst, ob du zu viel öffentlichen Staatsfunk guckst, der würde gerne wissen, wie es denn dann sein kann, dass es, obwohl Klimawandel ist, manchmal kalt und manchmal warm ist, so wie früher ja, auch. Ja, genau, das ist halt das Ding. Ja, wie erklärst du dir das denn? Genau, das ist halt das Ding. Oder beispielsweise auch so Einwände, die dann wissenschaftlich klingen, keine Ahnung. Es gibt bei der Klimakrise gibt es beispielsweise diesen berühmten Einwand, es kann gar nicht wärmer werden, weil die Absorptionsbanden der Atmosphäre sind bereits gesättigt. Und es wäre ja völlig okay zu fragen, Sekunde mal, diese Absorptionsbande des CO2 ist doch bereits gesättigt. Wie genau funktioniert das? Wieso wird es trotzdem wärmer? Das kann man ja definitiv fragen, wenn man das nicht versteht. Aber dorthin zu gehen und sich zu sagen, Moment mal, ihr irrt euch hier alle, weil ich habe hier gerade dieses 8. Klasse Physikbuch vor mir und da steht, CO2 hat eine Absorptionsbande von so und so viel Nanometern und die ist doch schon gesättigt, deswegen wird es gar nicht wärmer. Es ist ja nicht so, als hätten sich wirklich
buchstäblich in den letzten 200 Jahren Wissenschaftler einen jeden einzelnen lokalen Klimafaktor gefühlt, den Einfluss von irgendwelchen Rückkopplungen auf Basis von Eis-Albedo-Effekten und sonstigen Kleinigkeiten mit einzukalkulieren. Aber vielen Dank für den Hinweis, dass wir alle 200 Jahre lang übersehen haben, dass die Absorptionsbanden ja gedeckt sind und es deswegen gar nicht wärmer werden kann. Und die Messungen, die alle zeigen, dass es wärmer werden kann, definitiv wärmer wird, die stimmen dann wohl einfach nicht. Das ist halt, so funktioniert halt wissenschaftlicher Fortschritt nicht. Ja. Es werden nicht Dinge, die sicher sind, plötzlich revidiert. Sonst wäre wissenschaftlicher Fortschritt gar nicht möglich. Wieso würden wir sonst am CERN versuchen, Dinge zu messen, wenn wir auf diese Messungen gar nicht vertrauen können? Ich mag das ja total, wenn du so mega leidenschaftlich bist. Und mir ist das natürlich auch vollkommen klar, aber vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer nicht. Was sind denn Absorptionsbanden? Absorptionsbanden sind Bereiche von, also es gibt ja ein elektromagnetisches Spektrum, also Licht, das in verschiedenen Wellenlängen auftritt, von ganz kurzwellig zu ganz langwellig. Und jeder chemische Stoff hat das Charakteristikum, hat eine Art individuellen Fingerabdruck, dass bestimmte Wellenlängen von Licht absorbiert werden, also nicht weitergelassen. Und das Problem an Treibhausgasen, an CO2 ist, dass diese Absorptionsbanden liegen im Infrarotbereich, also im Wärmestrahlung. Das heißt, CO2, Methan und so absorbieren Wärmestrahlung. Und das führt dazu, dass es sich ein Wärmestau in der Atmosphäre ergibt und es wärmer wird. So funktionieren Treibhausgase. Okay. Und irgendwann sind diese Absorptionsbanden gesättigt. Das heißt, es kann keine weitere Infrarotstrahlung aufgenommen werden. Und dann wird es auch in der Theorie nicht mehr wärmer. Okay. Aber CO2 hat zwei Absorptionsbanden. Nur eine davon ist ihren Kernbereichen gesättigt, die andere noch überhaupt nicht. Also es gibt für alles Erklärungen. Okay, alles klar. Also mir war das natürlich total klar. Ich habe mich mit Absorptionsbanden schon in den frühen 70er Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt, weil ich da auch schon erste Berechnungen für meinen damaligen Mathelehrer gemacht habe insgesamt. Ja. Der wollte das wissen und sagte, Mensch, sag mir doch mal kurz hier, wie das mit den Absorptionsbanden weitergeht. Und da konnte ich ihm, denke ich, gut weiterhelfen. Ja, und das ist halt, dass diese Früchte, die erntest du quasi heute, dass ich mich da sehr früh mit beschäftigt habe und dir quasi in meinen Genen diese physikalische Basis schon mitgegeben habe. So wird es gewesen sein, oder? Vermutlich, ja. Okay, aber lass uns zurückkommen zum eigentlichen Thema. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, dann hast du dich quasi an dem Ort befunden, wo, wenn man so das komplette Grundgerüst, so aktuell allumstößliche der Physik, nämlich das Standardmodell nimmst, dann gehörst du zu den Irren, die irgendwo in der Schweiz an irgendwas forschen, das erstmal widerlegt, dass das, worüber wir uns sicher sind seit vielen Jahren, dass es so ist, vielleicht doch anders ist. Ja. Und meinst du, das ist zielführend? Ja, weil... Also das klingt für mich so ein bisschen im ersten Moment zu überprüfen, ob die Erde nicht doch eine Scheibe sein könnte. Naja, wir wissen ja zu 100%, dass das Standardmodell unvollständig sein kann, weil wir sehen, schwarze Löcher existieren. Den Urknall gab es, das sind Fakten. Aber wir haben eine Theorie, die beides nicht erklären kann. Oder Gravitation. Wir spüren beide gerade eindeutig, dass Schwerkraft existiert. Im Standardmodell existiert Schwerkraft nicht. Das heißt, irgendwas stimmt am Standardmodell offensichtlich nicht. Okay, alles klar. Ich sollte nicht nachfragen, das ist dann für unsere Hörer dann auch immer ein bisschen unangenehm, weil die fühlen sich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen dumm. Ja, ja. Gut, das heißt, in diesem Jahr dann könnte man, wenn man jetzt die Top 10 machen würde, der wichtigsten, einflussreichsten, faszinierendsten physikalischen Einrichtungen weltweit, wo würde das CERN da stehen? Platz 1. Ja? Ja. Es gibt, glaubst du, also du würdest sagen, es gibt eigentlich keine Einrichtung, die aktuell eine höhere Wichtigkeit hat insgesamt. So was das Wissen, die wissenschaftliche Weiterentwicklung. Also es soll ja kein Wettkampf sein insgesamt. Echt? Ja. Wow. Okay. So, jetzt ist Sonntag, der weiß ich nicht mehr wievielte. Und Jason von Jutschenka reist im Zug ganz unproblematisch gut zwischendurch mal den Geldbeutel mit dem ganzen Bargeld für 2 Wochen und dem Rechner und dem anderen digitalen Kram, Handy-Aufladegerät. Das war natürlich Pass. Ein bisschen Gepass, Unterlagen fürs CERN etc. Also eigentlich alles, was man braucht.
außer den Koffer, wo wir gesagt haben, Jason, verlier bitte den Koffer nicht, da sind auch deine Klamotten drin. Ja. Auf den Rucksack sind wir halt nicht näher eingegangen. Also eigentlich sind wir wieder schuld. Wir haben es nicht explizit gesagt. Stimmt, ne? Wir haben immer gesagt, pass auf den Koffer auf. Aber niemand hat dir vorher gesagt, Jason, verlier bitte den Rucksack nicht. Ja. Ja. Und dann ist natürlich das passiert, was passieren musste. Der Rucksack war weg. Ja. Wenn wir jetzt mal dieses ganze Anreise-Zinnober, das hat die Mami ja schon so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie fertig sie das gemacht hat, mal weglassen. Dann kam ja irgendwann so dieser Moment analog zum Film, wo du dem Richard erklären musstest, was war so der wichtige Moment, ja, wenn man so die Treppe hochgeht im Stadion oder der erste Blick ins Stadion. Was war so der Moment im CERN da? Ich stelle mir vor, wenn du das erste Mal davor stellst, war das den Abend schon so, als du völlig durchfroren, viel zu spät im Dunkeln vor diesen Dingen ankamst, standst du dann schon so davor? Ja. Oh, geil. Oder war da eher so, oh, was zur Hölle, mir ist so scheiße kalt, wie komme ich jetzt da rein? Das, die Temperatur habe ich in dem Moment nicht mehr gedacht. Also es ging schon los, als ich direkt aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, war vor mir die riesige Kuppel am Eingang des CERN. Also direkt an der Straßenbahnhaltestelle. Wenn die Tür aufgeht, blickt man auf diese Kuppel. Und denkt man sich schon, boah. Und dann war es ganz lustig, musste ich irgendwie reinkommen. Hm. Und da waren ganz, ganz viele verschiedene Pforten, weil das geht über Kilometer, erstreckt sich dort so ein Zaun. Und ich wusste dann nicht, wie ich reinkomme. Und dann kam da irgendwie so Leute, die so, ich weiß nicht, die wirkten so irgendwie ein bisschen betrunken und es war ja schon spät und ich dachte so, oh nein, jetzt gibt es irgendwie noch, keine Ahnung, gibt es noch irgendwie Stress oder man wird angesprochen, weil die hatten halt so Flaschen in der Hand und haben irgendwie richtig laut gelacht und so. Hm. Und dann gehen die an mir vorbei und holen alle ihre CERN-Karten heraus und kommen halt da rein und ich denke so, und dann habe ich die halt gefragt tatsächlich. Hm. Und dann haben die mir gesagt, wo ich hin muss. Hm. Und ja, da musste ich meinen Pass zeigen. Und dann bin ich reingekommen. Und dann, und das war der Moment, wo ich dann endgültig angekommen war, als ich gesehen habe, dass die Straßennamen nach WissenschaftlerInnen benannt sind. Und da war ich dann endgültig, war ich angekommen. Und dann, ja, habe ich mich praktisch einfach nur umgeguckt und die ganzen verschiedenen Gebäude gesehen. Hm. Und dann war die Anreise auch vergessen. Ja. Das ging sehr schnell. Ja, ich erinnere mich, weil ich habe die Anreisethematik gar nicht so mitbekommen, weil es für mich im ersten Zwischenschritt jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich war. Also ja, du warst bis 2 Wochen weg, das war auch für uns alles neu. Aber jetzt erstmal so das Thema Anreise hatte ich, nachdem du deinen Rucksack wieder hattest, erstmal nicht so problematisch gesehen, weil ich gesagt habe, jetzt hat er seinen Rucksack wieder. Jetzt wird er sich, bis er in dieses CERN einmarschiert, wird er sich jetzt an Koffer und Rucksack so festhalten, der wird ihn definitiv nicht nochmal verlieren. Ja. Ankommen wird er auch, weil du dich schon immer gut zurechtgefunden hast mit Zügen. Das heißt, ich hab da überall schon Haken dran gesehen und habe das total unproblematisch empfunden und bin dann ins Bett gegangen und habe eigentlich erst am nächsten Tag von Mami erfahren, was dann abends noch alles passiert ist. Ja. Und das war halt cool, weil sie einerseits halt sagte, dass du halt schon relativ verzweifelt warst, als du dann da warst, dass du zwar schon sehen konntest, dass es gut ist, aber du so dieses Drumherum-Gerenne und diese Suche, wo muss ich lang und dann schon auch ein bisschen die Temperatur etc., du schon auch angepisst warst und sagst, können wir also nicht mehr machen, nächstes Mal muss der Papsi mitkommen, das kann ja wohl nicht wahr sein und so weiter. Jetzt stehe ich hier und suche, eigentlich so ausgerastet bist, wie ich sonst immer ausraste. Ja. Und das hat sie mir erzählt und hat gesagt, und eine Viertelstunde später, da telefoniere ich mit dem und der sagt, oh, das ist so geil hier, ich will nicht mehr weg, so, weißt du? Und das fand ich total schön, das passte. Ich habe also die komplette Phase verpasst von, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, die ganze Scheiße hier, bis zu, ich gehe hier nie wieder weg. Ja. Das habe ich innerhalb von einer Stunde verschlafen. Das war ja auch eine sehr kurze Zeitspanne. Ja. Ja. Okay. Ich dachte echt erst, das ist jetzt, keine Ahnung, das gehört irgendwie zu der Aufnahmeprüfung, dass man erst die erstmal den Eingang finden dass sie erstmal filtern dadurch, dass die Hälfte nicht, das nicht reinschafft. So. Das wäre auch cool. Ja. Siehst du so auf dem Weg, irgendwo an der Seite sitzen noch so Leute so bitten um Essen, weil sie irgendwie hier so fast eingefroren irgendwo sind. Ja, irre. Gibt es denn, wenn wir jetzt erstmal das Gesamtpaket nehmen, einen bestimmten Moment oder ein bestimmtes Erlebnis während des Praktikums, was dich so ganz persönlich jetzt so auch im Rückblick noch total fasziniert oder für dich so total prägend war? Es gibt viele, ich müsste mich für eins entscheiden. Ich glaube, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es der Atlas-Detektor. Okay, warum? Atlas ist der größte Teilchendetektor der Welt. Dann praktisch das Herzstück des LHC, des großen Hadronenspeicherrings. Und dort am Atlas
geht es praktisch, also dort ist, das ist der Teilchendetektor, an dem letztlich das Standardmodell geprüft wurde. Es ist der Teilchendetektor, an dem das Higgs-Boson entdeckt wurde. Es ist der Teilchendetektor, an dem man nach Dingen... Wie sieht denn, fangen wir so vielleicht mal ganz kurz an, wie sieht denn ein Teilchendetektor aus? Unterschiedlich, je nachdem, was für Teilchen er detektieren soll, aber... Himbeerteilchen am liebsten. Der, also Atlas ist... Grundsätzlich, das Ganze ist unter der Erde. Das heißt, man hat praktisch erstmal ein riesiges Gebäude, wo Kontrollzentrum und alles mögliche sind. Wie kommen wir denn da runter? Mit einem Aufzug. Mit dem Auf. Nein. Da geht's schon los. Oh, warte. Los. Das musst du auf jeden Fall als allererstes erzählen. Den Aufzug vom CERN. Das musst du vorm Atlas-Detektor musst du dies auf jeden Fall. Ja, das gehört erzählen. Ja dazu. Also jeder Detektor, es gibt vier große Detektoren, die sind alle unter der Erde, 100 Meter. Okay. Und da gibt's, jeder hat einen Aufzug, mit dem man dorthin fahren muss. Und da geht's natürlich schon los. Das, also, der, wenn der, als ob der Teilchendetektor nicht schon reichen würde, aber dass man dann noch mit dem Aufzug dahin fährt, das ist natürlich, tatsächlich sind die... Stell mir vor, intern könnte man unterirdisch noch von Detektor zu Detektor mit dem Zug fahren. Ja, Alter, dann... Hätte ich nie wieder gesehen. Nee, ganz sicher nicht. Tatsächlich sind die Aufzüge, sind auch die Flaschenhälse, weil die Aufzüge sind so eng, dass man tatsächlich, die Aufzüge limitieren die Anzahl der Personen, die dort runter können. Oh, okay. Und durch die enorme Länge auch, gewichtstechnisch oder was ist der Hintergrund, dass das so eng ist? Die sind einfach sehr klein. Ich weiß nicht, wie man die so gebaut hat. Ja gut, man muss da ja wahrscheinlich, ich forsche lieber nicht nach. Ja. Und genau, man ist dann praktisch in diesem Atlas-Kontrollzentrum und da ist schon so eine riesige Tafel, das live zeigt, wie viele Higgs-Bosonen wurden bis jetzt im Atlas erzeugt. Okay. Und dann fährt man eben mit diesem Aufzug dort runter, 100 Meter, das dauert auch ein bisschen. Und dann öffnet sich die Aufzugtür und man ist erstmal im Strahlenschutzbereich und es gibt noch diverse Türen und Schleusen, bis man tatsächlich da durch ist. Aber wenn man dann da durch ist, ist es eben auch so, es ist der erste Blick und man guckt erstmal so 40 Meter nach oben und man sieht praktisch, also der Detektor an sich ist eine Art riesiger Zylinder. Und man guckt erstmal 40 Meter nach oben und sieht kaum das obere Ende des Zylinders und ist von dem Blick erstmal total überwältigt und denkt sich, was zur Hölle ist das hier? Und dann merkt man, Sekunde mal, es ist ein Zylinder. Und dann guckt man runter und dann geht es auch noch mal 40 Meter in die Tiefe. Ach boah, da hätte ich mir schon in die Hosen gekackt. Da hätten sie mich schon einbauen müssen. Man sieht praktisch gerade nur die Vorderseite von dem ganzen Ding und weiß noch, das hat noch eine Tiefe. Und geht noch nach hinten weiter. Und das ist wirklich, also das ist so ein krasser Anblick. Ich meine, den Atlas-Detektor, ich kenne den ja so seit über 10 Jahren und gefühlt immer, wenn irgendetwas Neues in der Physik passiert, ist es am Atlas-Detektor passiert. Und ich weiß noch, 2012, das war der größte Fortschritt der Physik eigentlich innerhalb meiner Lebenszeit. Es war 2012. Ich war 7 Jahre alt, glaube ich, und es wurde am Atlas das Higgs-Boson entdeckt. Und die damalige Spokesperson von Atlas, Fabiola Gianotti, sie ist heute die Generaldirektorin des CERN, hat in der Pressekonferenz die Entdeckung des Higgs-Bosons bekannt gegeben. Und das ist so das Früheste. Und da hast du die damals auch gesehen? Ja. Du hast das auf YouTube oder irgendwo angeguckt? Ja. Okay. Und das war das Früheste, was ich praktisch vom Atlas-Detektor gehört habe. Und so über 10 Jahre später war ich dann halt in dem Ort, an dem das Higgs-Boson entdeckt wurde und in dem in der Zwischenzeit noch sehr viel mehr entdeckt wurde. Und wo ja heute noch gesucht wird nach Extradimensionen und mikroskopischen schwarzen Löchern und exotischen neuen Teilchenarten und es war einfach extrem krass, weil ich nie realisiert habe, dass es ein realer Ort ist. Also ich habe immer die Messungen und Diagramme gesehen und mir war klar, was dort so grob passiert, aber dass es ein echter Ort ist, der existiert, das war nie in meinem Kopf vorher so irgendwie. Das habe ich nicht realisiert. Wann hast du denn die Verbindung zum CERN geschaffen? Weißt du das? Weißt du das noch irgendwie? War das im Rahmen der Beginn deiner Forschungsarbeit am Forschungszentrum oder war das Wissen da schon da? Also ich wusste, dass das Higgs-Boson am CERN entdeckt wurde. Das heißt, ich würde sagen, grob so im Alter von 7 muss ich mal was vom CERN gehört haben. Ansonsten... Vielleicht irgendwie war da nicht schon, als du mit Oma und Opa zum Glacier-Express, war da nicht irgendwie schon CERN auch Thema? Ja, stimmt. Da kann man es zeitlich so ein bisschen einordnen. Thema. Und im Blog, im Spektrograph, habe ich auch oft über CERN-Entdeckungen geschrieben. So ab 2016. Das muss so im Alter zwischen 7 und 10 gewesen sein. Ja, dass ich da mein Interesse fürs CERN entwickelt hat. Und natürlich ist es der Ort, wo man... Also es ist ein Traum. Es ist der Ort, wo man hin möchte als Physikerin. Okay. Kommen wir zurück zu deinem, vielleicht jetzt erstmal zu deinem Praktikum konkret. Welche Art von wissenschaftlichen Projekten hast du denn dann während des Praktikums überhaupt durchgeführt oder miterleben können? Ich meine, durftest du dann irgendwie mal auch mal irgendeine tolle wissenschaftliche Arbeit ein Locher dran halten und selber lochen oder so? Oder was hast du da gemacht? Ja. Ich war bei einem Professor, der
so der führende Experte für ein ganz spezielles, der weltweit führende Experte für ein spezielles Feld ist. Und zwar geht es um seltene Kaonenzerfälle. Kaonen, das ist eine bestimmte Art von Teilchen. Und letztlich geht es dort genau um das, was wir gesagt haben. Kaonen zerfallen auf eine bestimmte Art. Und das Standardmodell hat bestimmte theoretische Vorhersagen dafür, wie Kaonen zerfallen. Also wie häufig sie in welche Teilchen zerfallen. Und der Professor, mit dem ich dort zusammen gearbeitet habe, war mal Spokesperson von NA62. Das ist eben ein Experiment am CERN, das sich mit diesen Kaonenzerfällen beschäftigt. Und es misst den Zerfall, ein sehr seltener Zerfall, des Kaons in ein Pion und zwei Neutrinos. Und dieser Zerfall ist sehr, sehr selten, aber er hat den Vorteil, dass seine Häufigkeit vom Standardmodell sehr genau vorhergesagt wird. Das heißt, das ist ein sehr guter Zerfall, den man messen kann, und wenn man dann misst, er ist ein bisschen häufiger und ein bisschen weniger häufig, als man denkt, dann ist das eine neue Physik wahrscheinlich. Und das ist letztlich das, was die Kaonenphysik so tut. Und das ist eben das Feld, mit dem ich mich dort beschäftigt habe zum Großteil, diese seltenen Kaonenzerfälle. Und ich habe tatsächlich ja vorher, vor Beginn des Praktikums, schon Mail-Kontakt gehabt mit diesem Professor. Und er hat mich gefragt, was denn so mein Ziel ist für das Praktikum und was ich gerne wissen möchte. Und ich wollte halt, bevor ich überhaupt nach Genf komme, wollte ich mich insofern vorbereitet haben, dass ich genau weiß oder nachvollziehen kann mathematisch, wie genau funktioniert das, dass das Standardmodell Häufigkeiten für Teilchenzerfälle vorhersagt, weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, sich mit den Experimenten zu beschäftigen, zu wissen, wie funktioniert denn die Mathematik dahinter, wie kann ich, beginne ich mit dem Lagrangien des Standardmodells und ende dann bei, das Kaon zerfällt so und so häufig in ein Pion und zwei Nochmal langsam. Was war deine Zielsetzung? Was wolltest du wissen, wenn du da bist? Ich wollte wissen, wie sagt das Standardmodell die Häufigkeit von Teilchenzerfällen voraus? Und ich habe mir das halt tatsächlich so vorgestellt, dass ich dann eine Arbeit zugeschickt bekomme und die lese ich dann mal eben durch und dann gucke ich mir die Formeln an und denke, ah ja, so funktioniert das. Und da sieht man so ein bisschen dieses Unterschätzen dieses immensen Theoriegebäudes, weil es nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern ich habe diese Arbeit bekommen, er hat mir seine Arbeit zugeschickt, ein Review, den er mal geschrieben hat, wo es genau darum geht, wie sagt das Standardmodell diese Branching Ratios, also Verzweigungsverhältnisse, Häufigkeit von verschiedenen Zerfällen voraus, und ich habe nichts verstanden auf den ersten Blick. Ja gut, das hatte ich aber auch häufig, und dann liest man es noch zwei, dreimal und dann ist man plötzlich wieder drin. Ne? Ich musste halt tatsächlich, man musste jeden zweiten, jeden dritten Begriff halt nachschlagen, so, und ich habe mich dann tatsächlich über mehrere Tage habe ich mich da durchgewühlt, und irgendwann, also es waren so knapp 30 Seiten, und ich habe so, ich würde sagen, so tatsächlich 3-4 Tage gebraucht, bis ich sagen konnte, okay, jetzt habe ich einen Überblick darüber, worum es dort geht. Und dann habe ich losgelegt, Fragen zu formulieren darüber und an einzelnen Punkten nochmal zu überlegen, Sekunde, wie verhält sich das damit und damit und damit. Und die Fragen habe ich ihm dann praktisch zurückgestellt. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte die Studie genommen, hätte die dann wahrscheinlich bei ChatGPT reingemacht und habe gesagt, erkläre die mir, als wäre ich 10 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ChatGPT das kann. Das glaube ich schon. Echt? Das stimmt. Das ist so. Meinst du, das ist zu so komplex? Und, ja, also, würde ich jetzt von der künstlichen Intelligenz schon erwarten. Zumindest mir oberflächlich so grob irgendwie so ein bisschen was. Können wir ja mal ausprobieren. Ganz, ganz grob konnte ich mir auch vorstellen, aber ich wollte ja mathematisch verstehen, wie komme ich am Ende bei diesen Zahlen raus? Nein, mir ging es jetzt auch grundsätzlich nur, wenn ich überlege, wie häufig künstliche Intelligenz ja mittlerweile auf unterschiedliche Art genutzt wird, wenn ich überlege, wie ich es nutze, wenn ich mal wirklich irgendwas komplett nicht verstehe, dann frage ich tatsächlich da am nächsten Mal eine künstliche Intelligenz. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn man der sagt, sag es in einfachen Worten, dann klingt das wahrscheinlich immer noch so kompliziert, da muss man vielleicht sagen, sag es in noch einfacheren Worten. Okay, sag es für Papsi, und dann irgendwann kommt da vielleicht was bei raus, dass auch ich es verstehe. Vielleicht. Ja, vielleicht. Aber erzähl weiter, Entschuldigung. Ja, genau, das Ding an diesem NA62-Experiment, der Ansatz, praktisch diese neue Physik zu finden, geht über Antimaterie. Antimaterie ist so etwas wie das Spiegelbild von gewöhnlicher Materie. Also ein Teilchen ist mit seinem Antiteilchen in allen Eigenschaften identisch, außer in allen Ladungseigenschaften, da ist es umgekehrt. Also ein Antielektron oder Positron hat dieselbe Masse wie ein Elektron, aber zum Beispiel die entgegengesetzte Ladung.
Ich liebe es, wie hoffnungsvoll du mich immer anguckst, also nach dem Motto, verstehst du es, Papsi, und ich eigentlich so schon Kopfschütteln. Nein, aber guck mal, der Punkt ist jetzt noch nicht so schwer. Materie, Antimaterie, selbe Masse, gegengesetzte Ladung. Und was halt das Seltsame an Antimaterie ist, man kann eine sehr einfache Beobachtung oder ein einfaches Experiment machen, das darin besteht, sich umzuschauen und zu beobachten, dass nicht alles augenscheinlich explodiert. Und das ist eigentlich schon eine der wichtigsten Beobachtungen der modernen Physik, denn Materie und Antimaterie wandeln sich gegenseitig vollständig in Strahlung um, wenn sie aufeinandertreffen. Okay. Das heißt, Materie und Antimaterie explodieren, wenn sie zusammentreffen. Und zwar in der, ich sag mal, effizientest möglichen Form der Energieverwertung, die es im Universum gibt. Weil 100% der Masse wird in Energie umgewandelt. Das ist noch viel, 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 viel stärker als beispielsweise Atomspaltung. Und da ist natürlich die Frage, Materie und Antimaterie als exakte Spiegelbilder sind beim Urknall im 50-50-Verhältnis entstanden. Also genauso viel Materie wie Antimaterie. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wieso haben sich dann nicht einfach die gesamte Materie und die gesamte Antimaterie gegenseitig ausgelöscht? Ja gut, das könnte ich dir jetzt schon erklären, aber ich meine, wir hatten ja auch gesagt, der Wochenrückblick soll nicht immer Stunden dauern. Deswegen, ich hoffe für dich, du hast eine grobe Richtung deiner Antwort gefunden. Ansonsten komm zu Papsi und Das ist halt das Problem. Nennt sich die sogenannte Baryonen-Asymmetrie, weil man, also Baryonen, Materieteilchen, und aus irgendeinem Grund gibt es ja überall um uns herum Materie, aber offensichtlich nicht besonders viel Antimaterie, zum Glück. Sonst würde hier alles in die Luft fliegen. Und das ist natürlich nicht zu erklären. Wenn man sagt, Materie und Antimaterie sind Spiegelbilder, sie sind 50-50 entstanden, dann dürfte es heute eigentlich nur noch Strahlung geben. Keine Materie, keine Planeten, keine Sterne, keine Menschen, nichts. Nur Strahlung. Und die Tatsache, dass es aber offensichtlich einen kleinen Materieüberschuss gegeben hat, der wir sind, deutet darauf hin, dass Materie und Antimaterie keine Spiegelbilder sein können. Und fachsprachlich sagt man, es muss eine CP-Verletzung geben. C und P sind Symmetrien. Also C-Symmetrie bedeutet, wenn ich bei allen Teilchen die Ladung umkehre, aber es bei allen mache, also ich habe ein System und bei allen involvierten Teilchen kehre ich die Ladung um, dann verändert sich das System nicht. P-Symmetrie, also C für Charge, Ladungssymmetrie. P ist die Parity, also Paritätssymmetrie. Das bedeutet, wenn ich alle Raumkoordinaten spiegle, ändert sich nichts. Und CP-Symmetrie bedeutet, wenn ich alle Teilchen gegen ihre Antiteilchen austausche und gleichzeitig alle Raumkoordinaten spiegle, dann darf sich nichts verändern. Das heißt, Materie und Antimaterie müssen Spiegelbilder sein. Wenn ich mir Materie anschaue, ist es dasselbe, wie wenn ich mir die Antimaterie im Spiegel anschaue. Und diese CP-Symmetrie muss verletzt sein. Und sie muss stärker verletzt sein, als es das Standardmodell besagt. Das Standardmodell inkludiert gewisse CP-Verletzungen. Aber die sind zu schwach, um zu erklären, warum es uns gibt, warum wir existieren. Das heißt, diese CP-Verletzung ist einer der schlüssigsten Hinweise, die wir heute haben, darauf, dass das Standardmodell unvollständig ist. Da muss es etwas geben, was zusätzliche CP-Verletzungen hinzufügt. Und nach dieser CP-Verletzung sucht man am NA62-Experiment. Das ist letztlich das, womit ich mich beschäftigt habe. Das ist eigentlich analog zu der Situation, wenn ich morgens in den Spiegel schaue. Das ist eigentlich auch so, dass das eine Form von CP-Verletzungen sind. Das kann man so ganz grob sich so übertragen, dass ich dann doch auch nicht so aussehe, als würde so Antimaterie und Materie in einem einigermaßen gleichmäßigen Verhältnis jemals gestanden haben. Eine CP-Verletzung wäre, wenn du dich im Spiegel anguckst und dein Spiegelbild macht plötzlich was anderes als du. Das meine ich ja. Eine P-Verletzung. Das meine ich ja und das passiert ja sehr häufig. Guck mal, ich bin eigentlich so ein gut aussehender Typ, aber wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich so, Alter, was für eine alte Hackfresse. Ja, das hat auch nichts mit CP-Verletzungen zu tun. Nee, weil es einfach die zu akzeptierende Realität oder was? Vermutlich. Arschloch. Muss ich doch in Schutz nehmen, ja. Der Spiegel ist ja auch nur eine Metapher dafür, was passiert, wenn man alle Raumkoordinaten umkehrt. Okay.
Gut, aber das habe ich soweit verstanden. Also das ist letztendlich das, woran du hauptsächlich im CERN die 14 Tage gearbeitet hast. Ja. Genau, ich habe damit angefangen, eben diese Arbeiten zu lesen und versucht, sie theoretisch zu durchdringen, was halt ein bisschen gedauert hat, aber ich würde sagen, ich habe immer erst mit einer Arbeit aufgehört, wenn ich auch das Gefühl hatte, dass ich sie verstanden habe. Und dann, als ich dort war, konnte ich mir das Ganze halt in der Praxis anschauen. Und ich konnte beim NA, das NA62-Experiment selbst, also diese Arbeiten enthielten eben die Daten vom NA62-Experiment. Und dann konnte ich eben sehen, wie wurden die Daten denn erhoben, mit denen ich mich vorher beschäftigt habe. Und ich habe das Experiment selbst gesehen. Und ich durfte an einem Meeting teilnehmen der NA62-Gruppe, wo sie die Auswertung ihrer Daten diskutiert haben. Und Okay. durfte. Und kannst du dann dem, was die da sagen, dann auch wirklich folgen, weil du da dann schon weit genug drin bist? Oder war das dann schon ähnlich wie so beim ersten Mal lesen, wie du das sagst, okay, Ich ist musste so. fragen halt an manchen Stellen, weil ich meine, das ist halt eine Arbeitsgruppe, die trifft sich einmal die Woche und die setzen dann, machen dann da weiter, wo sie in der Woche zuvor aufgehört haben. Und da sind gewisse Begriffe oder so oder Dinge, auf die sie dann verweisen, natürlich noch nicht bekannt. Aber ich habe schon verstanden, was deren Problem ist. Was ist deren Problem? Oder darf man das gar nicht sagen hier, weil das Dass interne sie Forschung ist, oder? Daten aus 2018 haben und verschiedene Möglichkeiten, sie auszuwerten. Aber aus den verschiedenen Möglichkeiten, sie auszuwerten, resultieren verschiedene Ergebnisse. Und das ist kein so gutes Zeichen immer. Aber das ist normal, das passiert häufig. Das hatte ich früher in Mathe auch mal. Ja, Das so ist hatte ich früher in das. Mathe auch, ja. Und dann habe ich dem Herrn Bachmann gesagt, naja, also müssen schon auch so ein bisschen die CP-Verletzungen berücksichtigen, aber der wollte mir nicht zuhören. Ja, Ja. das ist halt das Ding, wenn man plötzlich in der Physik sozusagen etwas gefunden hat, was nicht so ist, wie das Standardmodell es sagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kriegt einen Nobelpreis oder man sollte sehr vorsichtig sein, damit das zu veröffentlichen, weil das sonst ganz schön auf die Glaubwürdigkeit schlagen kann. Es gab zum Beispiel mal eine Messung am CERN, die plötzlich dazu geführt hat, dass man Neutrinos entdeckt hat, die schneller sind als das Licht. Und das ist sehr peinlich, weil wenn man etwas findet, das schneller ist als das Licht, ist es in der Regel kein Beweis dafür, dass man etwas gefunden hat, das schneller ist als das Licht, sondern dafür, dass man irgendwo Scheiße gemacht hat beim Experiment, weil es gibt nichts, was schneller ist als das Licht. Das heißt, es ist immer so die Frage, wie groß ist gerade das Selbstbewusstsein? Ist man eher der Meinung, dass man hier einen Fehler gemacht hat oder ist man der Meinung, dass man hier gerade das Standardmodell beerdigt hat? Ja, und dieser Frage stellte ich mich halt auch in jeder Mathearbeit damals, aber es hat nicht sollen sein. Ja, es hat nicht sollen sein. Okay, das heißt, du hast 14 Tage hinter dir, wo du einerseits ja hingefahren bist mit der großen Sorge, das muss man ja auch sagen, mit der großen Sorge, dass du erstmals 14 Tage am Stück alleine irgendwo bist. Ja. Wie hat das denn so geklappt? Sehr gut, weil es einfach eine sehr, sehr, sehr angenehme, komfortable und unproblematische Atmosphäre ist. Also es ist keine Atmosphäre, in der es typischerweise zu großen Problemen kommt, weil erstmal ist es einfach eine, ich meine, ich bin dort in meinem Element, was soll mir dort schon passieren? Ich bin eigentlich den ganzen Tag glücklich und dort, wo ich sein will. Und die Menschen sind alles sehr irgendwie. Es klingt jetzt wahrscheinlich ironisch, aber es sind sehr unkomplizierte Menschen, mit denen man Probleme recht pragmatisch lösen kann und die man einfach ansprechen kann, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn man irgendwo Hilfe braucht, und dann kriegt man die Hilfe. Also es ist wirklich eine Umgebung, in der man sehr gut leben kann, in der man sehr gut zurechtkommt. Ja, das war für mich tatsächlich ein bisschen faszinierend. Ich meine, einerseits, klar, es gab jetzt eine Kantine, das heißt so Sachen wie die ja hier zu Hause ja Schwierigkeiten bereiten, irgendwie, wer wann wie wo Essen Ja. macht, wenn Mami zu spät kommt, ich an der Arbeit bin oder sonst irgendwas. Also all diese Sachen, die sind da natürlich schon in einer festen Ja. Struktur. Du hast kurze Wege an deinen, in Anführungszeichen, Ort des Geschehens, wo du tätig werden kannst, wo du dich sicher und heimisch fühlst insgesamt. Und weißt eigentlich, okay, um dich herum sind jetzt nicht der stellvertretende Landtagsvorsitzende der AfD Südniedersachsen oder sonst Das ist irgendwas halt oder so so, ein ne? schönes Gefühl dort, dass also allein schon, es geht schon dabei los, also wenn man so einfach mal so guckt, welche Menschen laufen da so rum und man interagiert so mit ein paar Menschen, dann ist es einfach schon wahnsinnig sympathisch. Zum Beispiel gibt es die gängige Grußformel dort, funktioniert so, weil das ist die sogenannte rechte Handregel der Lorentzkraft. Das gibt sozusagen, ist praktisch eine Merkregel dafür, wie man berechnen kann, wie Teilchen von Magnetfeldern abgelenkt werden. Und deswegen grüßt man sich halt so.
indem man die Hand hier praktisch den Mittelfinger ausstreckt. Wie so eine Pistole mit einem ausgestreckten Sozusagen. Mittelfinger. Sozusagen. Also quasi der Pistolenstinkefinger, könnte man das auch sagen. Rechte Handregel, also Lorenzkraft. Ja. Das als Grußformel ist natürlich einfach schon, ne? Oder ich habe zwei so Wissenschaftler gesehen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Einer von denen hatte den Hyperfeinstruktur des Wasserstoffatoms, den Hyperfeinstrukturübergang des Wasserstoffatoms auf seinen Unterarm tätowiert. Wollte ich mir auch machen damals. Ja. Hab's dann gelassen, weil ich gedacht, hat dann jeder so, weißt ja, du? Das ist, halt das ist dann auch scheiße. Ja. Oder die Werbeposter von LGBTQ-Cern, die irgendwelche Wortspiele gemacht haben mit der Quantenchromodynamik, so more colors, more flavors, und color and flavor sind zwei wichtige Quantenzahlen von Elementarteilchen. Das sind alles so sympathische Dinge, dass man sich einfach wohlfühlt. Und ja, überhaupt, es wirkt so ein bisschen wie so eine eigene kleine Gesellschaft, wie so ein Mikrostaat, in dem einfach Wissenschaft und Fakten den Stellenwert haben, den ich sonst hier immer so vermisse. Und mit hier meinst du aber hoffentlich nicht nur deine Familie. Nein, nicht meine Familie, sondern den Rest der Welt tatsächlich. Also ich wollte auch überhaupt nicht mehr wissen, was im Rest der Welt abgeht. Und wollte auch gar nicht mehr nachgucken irgendwie im Internet, in den sozialen Medien, weil mich das alles nur aufgeregt hat. Und weil ich, als ich am CERN war, wirklich das Gefühl habe, ich bin im falschen Jahrhundert geboren. Weil ich hier, so sollte es überall sein eigentlich. Und so könnte es überall sein. Das hat mich richtig wehmütig gemacht, wie anders die Welt einfach sein könnte, wenn die Dinge so ein bisschen mehr so funktionieren wie dort. Was sicherlich nicht heißt, dass es dort keine Probleme gibt. Es gibt überall Probleme, wo Menschen arbeiten. Aber es funktioniert dort einfach vieles besser. Und es könnte wirklich ein Vorbild sein für den Rest der Welt. Aber kann es nicht sein, dass du diese Rahmenbedingungen einer Arbeitsumfeldstruktur, sage ich mal, auch anderswo vorfindest? Weil so, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es ja auch so um die Art und Weise, wie Menschen da zusammen an Dingen arbeiten. Das könnte ja schon durchaus sein, dass es das auch in anderen großen Unternehmen gibt. Oder so. Ja, aber es geht auch um den Stellenwert, den Ach so. Wissenschaft und Fakten dort haben. Ja, okay. Es labert halt niemand Unsinn. Und das nicht nur auf Teilchenphysik bezogen, sondern in jeglichem Thema, in dem man unterschiedlicher Meinung ist, zählen Fakten. Und das wissen irgendwie auch alle, und es labert halt einfach niemand, es fängt niemand damit an, irgendwelche Scheiße zu labern oder Fakten in Frage zu stellen, sondern es ist einfach eine ganz, ganz andere Art, auch Meinungsverschiedenheiten aufzulösen dort. Das ist, was man halt auch wirklich einfach sieht. Und natürlich, es gibt auch, also ich bin ja so ein bisschen, war ja schon die letzten Jahre immer so ein bisschen interessiert in Interna am CERN, und natürlich gibt es dann auch dort mal den ein oder anderen, die ein oder andere einzelne Person, die dann halt irgendwie Scheiße erzählt hat, und dann aber auch meistens recht schnell und kompromisslos suspendiert wurde. Also das ist dort, es ist einfach, es funktioniert relativ konsequent, und man fühlt sich einfach zu Hause irgendwie. Okay, verstehe. Ja, dann waren irgendwann die 2 Wochen rum. Ja. Und dann bist du mit ein wenig Wehmut abgereist. Wie ist denn jetzt der Plan für die Zukunft? Das war jetzt mal schön am CERN, oder sagst du auch, Mensch, wenn ich da in der Gegend bin, dann fahre ich die nochmal besuchen, oder wie geht's jetzt weiter? Also verabschiedet haben wir uns mit See you soon. Von daher, ich meine, ich bin ja schon dort auch hingegangen in der Hoffnung, dass mich das weiterbringen könnte in Bezug auf meine Zukunft. Mein großer, großer Plan, der dem allen alles andere untergeordnet ist, ist ja immer noch, ich möchte die Welt verbessern. Und dafür möchte ich das nutzen, was mir gegeben ist an Fähigkeiten. Und das ist ganz klar die Naturwissenschaft. Das ist mein Weg, meine Art der Welt, der Menschheit etwas zu geben. Und das CERN ist dafür sicherlich eine einmalige Umgebung und Möglichkeit, das zu tun. Und was ich für mich definitiv ohne Zweifel abhaken kann, ist, dass ich könnte dort glücklich werden, absolut. Ich könnte dort wirklich extrem zufrieden und glücklich und erfüllt werden. Das definitiv, weil ich mich einfach sehr, sehr, sehr wohl gefühlt habe dort. Die Frage, die ich für mich halt noch klären muss und wo ich gehofft habe, dass das Praktikum so ein bisschen klären kann, ist es vom CERN aus möglich, tatsächlich die Welt irgendwie besser zu machen? Also ist es so, dass
ich möchte nicht das machen, was ich in den 2 Wochen gemacht habe, dass ich die Rest der Welt einfach ausblende und dort praktisch glücklich werde daran, dass ich hier den Bauplan des Universums entschlüssele und dann ab und zu mal publiziere und das ist alles, was ich an Interaktion mit der Außenwelt habe. Auch wenn das sehr, sehr, sehr verlockend klingt. Aber das ist, ich will ja nicht den Rest, also ich würde schon gerne den Rest der Welt ausblenden, weil... Ich weiß genau, was du meinst, ja, deswegen muss ich so lachen. Ja, aber das ist nicht vereinbar mit meinen moralischen Überzeugungen. Die Frage ist also, ist es mir möglich, als Wissenschaftler am CERN sozusagen zu einer Art gesellschaftlichen Stimme der Wissenschaft zu werden? Und das ist irgendwie etwas, was ja nicht besonders, also wenn man über irgendwie praktisch Stars oder berühmte Menschen liest, dann sind das ja selten WissenschaftlerInnen. Also es ist wenig gängig, dass WissenschaftlerInnen sozusagen als Prominente irgendwo im Fokus stehen und die gesellschaftliche Meinung mitmachen und prägen. Und in den USA... Ach, es gibt aber schon irgendwie so Harald Lesch. Vereinzelt, ja. So, ich würde sagen... Relativ viele sogar. Selbst im weiblichen, selbst viele weibliche WissenschaftlerInnen, finde ich, haben in den letzten Jahren dort insgesamt zugelegt. Immer noch zu wenig, aber... In den USA ist das vielleicht noch ein bisschen gängiger und noch popularisierter irgendwie. Aber das wäre praktisch mehr oder weniger das Ziel. Und genau, was ich noch für mich herausfinden möchte, ist das am CERN sozusagen möglich für mich? Und ist das der beste und vielversprechendste Weg, die Welt besser zu machen? Weil ich bin definitiv der Meinung, das ist das, was die Welt braucht. Die Welt muss sich wieder mehr nach der Wissenschaft richten. Hm. Und wissenschaftliche Fakten und Tatsachen müssen eigentlich praktisch zu dem bestimmenden Faktor werden, dem die Menschen ihr Verhalten unterordnen. Also in jedem, die Wissenschaft muss in das Leben jeder einzelnen Person eingreifen. Und sich bemerkbar machen und eine Rolle spielen. Und das ist das, was ich gerne, wofür ich gerne kämpfen würde. Und das natürlich gleichzeitig mit meinem persönlichen, wirklich innersten Wunsch, irgendwie den Bauplan des Universums zu entschlüsseln und herauszufinden. Also ich meine, es ist auch wirklich was, womit ich nicht leben kann, dass man weiß, wir haben hier eine Theorie und die stimmt bei den ganzen Sachen, aber sie enthält keine Schwerkraft, aber es gibt doch Schwerkraft und schwarze Löcher existieren auch, aber wie funktionieren sie denn? Und der Urknall, den gab es, aber wir wissen nicht, wie und warum. Und das ist aber der einzige Grund, warum wir da sind. Also ich weiß nicht mal, warum ich hier bin. Das ist ja, also wie soll ich dann bitte damit existieren, wenn ich nicht mal weiß, warum ich existiere? Also ich weiß, warum du da bist. Deine Mami weiß es auch. Das will ich nur kurz einschmeißen insgesamt. Niemand weiß das. Ich habe da schon so eine Vermutung insgesamt. Naja, also es gibt natürlich auch Vermutungen dazu, aber die sind halt alle... Ich meinte was anderes. Was denn? Alles gut. Alles gut. Du hast so gegrinst im ersten Moment, da habe ich gedacht, du hast mich verstanden, aber es ist alles gut. Jeezy, dann würde ich sagen, dieser Frage gehst du noch ein wenig nach, denn wir haben ja jetzt keinen klassischen Wochenrückblick gemacht, sondern eigentlich mehr fast hat dann doch irgendwie eine halbe CERN-Themenfolge. Aber es ist ja auch noch viel mehr passiert, also bei dir zumindest in den letzten Wochen. Du warst noch in Budapest etc. Von daher hätte ich jetzt gesagt, wir machen hier so den CERN-Cut so ein bisschen und machen auf jeden Fall so deine persönlichen Note rund ums CERN dann gerne nochmal so im Wochenrückblick als einen kürzeren Block, wo wir vielleicht nochmal so auch auf die Zukunft hinausschauen. Was hältst du davon? Auf die Zukunft? Ja. Ja. Also du hast ja jetzt schon so ein bisschen angerissen, was, wie, wo da so die Zukunft bei dir sein könnte, aber wir könnten es ja dann, wenn du magst, einfach nochmal so ein bisschen runterbrechen, was das konkreter bedeutet und dann vielleicht einfach auch dazu noch die Budapest-Reise in jedem Fall noch dazu nehmen. Wir waren am Wochenende in Braunschweig, also wäre ja eigentlich schon relativ kurzfristig noch ein bisschen was zu erzählen. Ich würde eigentlich auch ganz gerne mal ein kleines Status-Update zu Chaos auf Augenhöhe an alle rausgeben. Das könnten wir dann vielleicht gleich in einem parallelen Wochenrückblick dann nochmal machen, wenn du Lust hast. Ja? Ja. Dann erzähl doch jetzt hier zum Abschluss einfach mal diese wunderbare Situation vorhin auf der Couch, als deine Schwester dort saß. Du bist runtergekommen, ich bin von der Arbeit gekommen. Deine Schwester sitzt im Wohnzimmer und recherchiert im Internet den Familienstammbaum. Und hat den auch sehr weit zurück nachverfolgen können, bis zu Wilhelmine von Jutatschenka in 1800, weiß ich nicht wann. Und dann ging es um plötzlich
um Menschen, die anderen Menschen einen Eimer zum Kacken hinterher tragen muss. Kannst du vielleicht die Geschichte kurz umreißen, wie es dazu kommt, zu Ende erzählen und dann einfach Argumentation. Kurze dazu. Ausgestaltung der Kausalkette. Es ging um eine Verwandte, die im 19. Jahrhundert nicht besonders alt geworden ist. Und wir haben darüber spekuliert, wieso. Und darüber sind wir auf die grassierenden Krankheiten und Kinderkrankheiten im 19. Jahrhundert gekommen und darauf auf die hygienischen Zustände. Und dort habe ich als Metapher verwendet die Tatsache, dass das Schloss Versailles keine Toiletten hatte, sondern dass der französische König einen Angestellten hatte, der mit einem Eimer hinter ihm hinterhergelaufen ist, wo er dann sein Geschäft verrichten konnte. Und dass das hygienisch die Ausbreitung gewisser Infektionskrankheiten begünstigt, dürfte klar sein. Hm. Und da hat die Mami gesagt, es ist ein Scheißjob, was ja einerseits ganz funny ist. Ja. Und du hast aber dann ganz trocken und cool entgegnet, nun ja, also wenn du dich jetzt im Rückblick entscheiden müsstest, dann wäre es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch einer der lukrativsten Jobs, die man haben kann insgesamt. Und vielleicht auch einer, wo man in einer gewissen Sicherheit lebt. Im Frankreich des Mittelalters und der frühen Neuzeit, definitiv. Ja, das heißt, du könntest dir auch vorstellen, irgendwie der Eimerschlepper für die Kackwürste vom König gewesen zu sein, so im Rückblick. Wäre das etwas? Ich wäre nicht alt geworden. Du wärst nicht alt. Ich denke auch nicht. Ja. Ja, ich denke, das ist als Abschluss eigentlich, wie Lani sich gefreut hat, ne? Wie sie plötzlich hat, wie geil, es gab im 17. Jahrhundert hatten wir einen Manfred oder irgendwie sowas. Ja, nicht so cool. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Ich bin sehr müde. Ich muss pennen.